Das Internationale Kongresscenter Dresden war 2013 erneut Austragungsort für die inzwischen 14. IPOS Sachverständigentage Brandschutz. Eingeladen dazu hatte wieder das Europäische Institut für Postgraduale Bildung GmbH. Es gab einen neuen Teilnehmerrekord mit mehr als 600 Gästen. Die kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, der Schweiz und sogar Finnland. Beginnend im Jahr 2001 mit 60 Teilnehmern, inzwischen über 600 Teilnehmer, 55 ausstellende Unternehmen aus dem In- und Ausland und ein zweitägiges Tagungsprogramm mit 12 Referenten. Ich denke, das spricht an sich schon für die Tagung und für die Dimension auch. Es ist für uns das Highlight des Jahres für die Produktgruppe Brandschutz vor allen Dingen. Hier treffen sich alle unsere Absolventen und darüber hinaus auch neue Interessenten. Es geht darum, Kontakt zu halten. Es geht darum, die Dinge zu besprechen, die neu sind, die brandaktuell sind, die über den Inhalt der normalen, regulären Ausbildung zum Brandschutzsachverständigen hinausgehen. Auch 2013 war die Liste der Referenten wieder hochkarätig. Beim Branchentreff der Brandschutzfachleute ging es im wahrsten Sinne des Wortes um brandaktuelle Themen, über die diskutiert wurde. Das Ganze nicht nur im Rahmen der Vorträge der Referenten. Das intensive Gespräch, also die Fachbeiträge sind ja wirklich nur ein Teil des Ganzen, sondern sie sollen anregen, munter miteinander zu plaudern über die Anwendung des jeweiligen Sachverstandes, über auch Einzelfälle, die einem unter den Nägeln brennen. Das ist aus meiner Sicht wirklich einfach das Flair dieser Veranstaltung hier. Das Teilnehmerspektrum bei den IPOS Sachverständigentagen Brandschutz war auch in diesem Jahr breit gefächert. Von Fachplanern über Sachverständige bis hin zu Prüfingenieuren reicht die Palette. Nicht zu vergessen die Referenten, die Experten auf ihrem Gebiet. Die Kontakte, die das Institut aufgebaut hat, sind vielfältig, sodass wir jedes Jahr zu unseren thematischen Schwerpunkten wirklich auf die Referenten zurückgreifen können, die führend sind in ihrer fachlichen Kompetenz. Zum attraktiven Rahmenprogramm gehörte auch in diesem Jahr die Präsentation der Unternehmen aus der Brandschutzbranche. Mit 55 Ausstellern aus dem In- und Ausland gab es erneut einen Zuwachs. Wenn man die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen anschaut, dann sieht man, dass die gesamte Brandschutzbranche vertreten ist. Die Aussteller signalisieren uns auch immer eine sehr hohe Zufriedenheit, weil die Fachgespräche mit den Teilnehmern in den Pausen von sehr hohem Niveau sind und sehr qualifiziert auch stattfinden. Im kommenden Jahr gibt es dann eine Jubiläumsausgabe. Die 15. IPOS Sachverständigentage Brandschutz stehen an, dann am 24. und 25. November 2014.